Willkommen zurück zu Der Elefant in der letzten Folge, der ist anscheinend ein Sad Elephant. Es soll ein kleines Easter Egg oder so sein. Und ihr habt ja gesehen, ich wurde nach einer Zeit auch selber traurig. Und das ist eins von zwei, drei Easter Eggs, die es gibt. Die anderen beiden kriegt man, wenn man alle Trinkets hat. Das heißt, wir werden sowieso alle Trinkets sammeln. Und für eins, das seht ihr rechts, müssen wir diesen Parcours hier machen. Und den machen wir jetzt, bevor wir irgendwie weitermachen mit dem Dungeon. Das heißt, ich muss mir das jetzt hier auswendig lernen irgendwie. Und das wird echt kein Spaß, weil das sieht jetzt schon so schwer aus. Und ich habe echt Angst. Ich hoffe, ich schaffe das. Nicht, dass ich am Ende sage, nö, ich gebe doch auf, ich mache doch keine 100% hier. Ach doch, ich mache schon die 100%. Okay, okay, oh, oh, nein! Das war knapp, das war echt knapp. Komm. Ich habe mir das aber noch mal kurz ein bisschen angeguckt. Und hier rechts gibt es eine Falle. Hätte ich das nicht gesehen vorher noch, dann wäre ich da bestimmt drauf reingefallen. Aber jetzt falle ich da nicht mehr drauf rein, weil ich habe mir das, wie gesagt, noch mal vorher ein bisschen angeguckt. Damit ich bereit bin dafür. Wir werden jetzt so lange das hier machen, bis wir es wirklich geschafft haben. Aber wir können da, glaube ich, oben noch mal kurze Pause machen. Weil wir müssen da eh den gleichen Weg, glaube ich, noch mal runter. Weil man kann hier ja nicht lang. Das ist ja alles für das Trinket hier. Also optional, theoretisch. Aber das finde ich echt krass hier. Aber ich habe nachgeguckt, wir haben alle einfachen Trinkets. Es gibt noch zwei schwere Trinkets. Die anderen beiden sind einfach. Nein! Verdammt! Okay. Das war sehr knapp. Habt ihr es gesehen? Das war echt mega knapp. So. Aber ich hab da schon ein bisschen raus jetzt. Okay. Ja gut, okay. Das da oben, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, muss ich zugeben. Okay, dann am Ende muss ich Richtung Mitte. Oh Gott, das geht wieder runter. Ach nö, das geht ganz schön kaputt. Ich habe keine Zeit zum Ausruhen. Oh mein Gott. Was ist das hier? Gott. Kann auch sein, dass ich das gleich anfangen werde zu schneiden. Weil ich werde jetzt, denke ich, wahrscheinlich aufhören zu kommentieren. Genieß dann einfach ein bisschen die Musik. Ach, scheiße! Ach! Oh, habt ihr das gesehen, Leute? Oh, ich wäre auf die Falle sowas von reingefallen. Bin ich ja auch jetzt gerade, mehr oder weniger, deshalb. Komm, egal. Thank you.
Was? Yes! Yes! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich sitze hier locker schon. Ich sitze hier, warte, ich guck kurz. 15 Minuten. Ich sitze hier 15 Minuten dran. Gut, hätte ich nicht geguckt, was ich machen müsste, wäre ich wahrscheinlich 20, 25 Minuten hier. Das heißt, ich habe ein bisschen geguckt. Halt, ich bin dann nach links gegangen, habe geguckt, was ich machen muss. Aber, ich will das nie wieder machen. Das ist sowas, das wünscht man sich seinen schlimmsten Gegnern. So, bitte irgendwo noch ein anderer Checkpoint, ich kurz aktivieren kann. Ihr habt ja alle gesehen, wie ich es gemacht habe. Oh Gott, nein, warte, Checkpoint. Yes. Oh, ich muss das Weiße wahrscheinlich rausschneiden. Okay, das habe ich tatsächlich nie bemerkt hier unten. Lol. The Tomb of Mad Carol, hier waren wir schon. So, und jetzt gibt's neue Gebiete. Glaube ich, gleich. Oh Gott, was? Okay, krass. The Hangman Reverse. I wonder if the generator we set up in the polar dimension is what's affecting our teleporters? No, it's probably just a glitch. Hmm. Wer weiß. The sensible room? Oh oh. Das Ding ist wieder da. Dieser Bus. Busted. Zack. Der V-Stitch. Mir ist das echt nie wirklich so richtig aufgefallen, dass man hier unten lang kann. Aber das finde ich echt cool, dass das so verbunden ist. Price for the Reckless. Oh. Oh. Ja, das kenne ich. Das kriegt man, wenn man keinen einzigen Checkpoint aktiviert. Hm. Ich würde sagen, mache ich das jetzt? A Deception. Oh Gott, ich kann es ja versuchen. Dafür müsste ich hier so lang oder so. Gott. Nochmal was Schweres. Come on, das. Wollt ihr das jetzt wirklich? Das müsste. Moment, wie viel haben wir denn? 17. Das ist der letzte Schwierige, soweit ich weiß. Ja, das ist der letzte Schwierige. Der kommt direkt danach, Alter. Oh Gott. Was, wie soll man da denn überhaupt durchkommen? Ich bin da noch oben gegangen. Okay, keine Ahnung. Manchmal akzeptiert er nicht, dass ich nach oben gehe. Check dich nicht. Schon wieder. Hm. Vielleicht mache ich es auch einfach falsch. Ja, wie soll ich es denn sonst machen? Also ist falsch. Nee. Keine Ahnung. Will ich das machen? Nein. Muss ich es machen? Ja. Ich meine. Einmal und dann nie wieder, aber. Weil ich habe jetzt eigentlich nicht vor, das Let's Play irgendwann neu zu machen. Ich meine, es gibt Leute, die sagen sich so, ja, ich werde dieses Spiel re-Let's Playen, weil jetzt gibt es ja 4K und keine Ahnung, aber ich meine, komm, wenn ihr jetzt in jetzt 4K Let's Play machst, ne, und du bist eigentlich zufrieden damit, aber irgendwann kommt 8K, 12K, 18.000K, was weiß ich raus, mit 150.000 FPS, denkst du dir dann immer noch, ja, das muss ich jetzt nochmal neu Let's Playen, weil das finde ich einfach nur ein Blödsinn. Okay, kein Checkpoint aktivieren muss ich hier. Was mache ich denn dann? Nein! Oh Gott, das ist echt mega schwer. Aber danach habe ich es geschafft. Also, komm schon. Okay, da drunter, dann da drunter, dann... Dann war es, wenn ich da auf dem zweiten Plattform bin. Was dann? Oder muss ich von hier aus so rüber switchen? So... Ich switch jetzt hier rüber, dann rüber. Ich kann es ja mal ausprobieren. Ach, da sterbe ich! Shit. Moment. Aber da habe ich jetzt Bock drauf. Aber es kann sein, dass wir die ganze Folge lang nur für diese beiden Trinkets. Ich will es euch nur sagen, Leute. Nicht, dass ihr euch am Ende wundert. Hä? Ich dachte, du wolltest Dungeon machen. Ich dachte, das ist die letzte Folge hier. Ja, dachte ich auch, aber. Ups. War ja auch nicht. Nein, warum switch ich? Ich wollte eigentlich stehen bleiben.
Warum hat sich das gerade kurz bewegt? Aber ihr seht, da kommt man nicht lang. Aber ich weiß, das ist der letzte schwierige und den will ich jetzt haben, damit ich das alles hinter mir habe. Komm, man könnte sagen, ich habe gerade einen Lauf. Da war ich ein bisschen zu voll, ich muss es zugeben. Nein, ich muss auf die dritte Plattform dann stehen bleiben und dann gucken, was ich mache und danach mache, würde ich sagen. Aber komm, gibt's irgendwer, die diesen Dungeon vor den anderen macht? Ich meine, der passt einfach so perfekt als der letzte Dungeon, weil der so mit dem ersten verknüpft. Ich finde einfach diese Idee, mit dem ersten Dungeon als letzten Dungeon zu verknüpfen, einfach so geil irgendwie. Gibt's irgendein anderes Spiel, das das auch macht? Ich wüsste gerade keinen. Aber bestimmt gibt's irgendeins, das das auch macht. Und mir fällt's aber gerade noch nicht ein. So, jetzt kann ich jetzt chillen. Nice. Nice! Achso, nein! Check und Dive kann ich aktivieren! Shenanigan? Okay, Moment. Ach, kacke, ich darf den Checkpoint doch gar nicht aktivieren. Moment, Leute, ich gehe kurz noch zurück. Ich dachte mir so, jetzt erstmal den Checkpoint aktivieren. Keine Ahnung, warum ich das dachte. Ich weiß es nicht. Achso, Moment, ich muss das gleiche machen, wie ich gerade gemacht habe. Was, warum? Achso, ich hab gedrückt. Oh, sorry. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Moment, hier kurz chillen. Gut. Und dann hier, zack. Und so, Checkpoint. Alles klar. Jetzt nochmal versuchen. Also ich hätte eigentlich geschafft, aber ich habe außersehen den Checkpoint halt aktiviert. Den darf ich nicht aktivieren. Gut, dann habe ich das jetzt aber zumindest. So. Shenanigan. Oh Gott, was mache ich denn da? Was? What? Oh, es ist aber der letzte Raum. Es ist der letzte Raum. Okay. Das ist der letzte Raum. Gut, aber das hier kann ich ja jetzt. Zack, das ist jetzt easy. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ich mache einfach so, zack, zack. Und dann zack. Und dann zack, zack, wollte ich sagen. Aber natürlich lasse ich mich genau in dem Moment, wo ich zeigen will, treffen, ne? Natürlich. So. So, zack, zack. Nein! Ich hätte es eigentlich geschafft, aber ich war zu... weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das bewegt sich ganz Zeit, dieses Ding da links in der Mitte. Und gut, dass ich, by the way, über diesen Trick Bescheid weiß, weil sonst, gut, ne? Ich glaube, wir werden noch eine siebte Folge brauchen. Warum muss eigentlich der Checkpoint da sein? Kann nicht auf dem Boden sein. Da muss ich die ganze Zeit nochmal extra drauf drücken. Am Ende vergesse ich das und dann denke ich mir, warum geht's nicht weiter? Ach komm, jetzt reg ich mich über kleine Sachen auf. Was ist los bei mir? Komm, du hast es doch gleich. Danach ist es doch schon zu Ende. Aber du musst dich halt schon jetzt anstrengen noch, Mike. Oh Gott. Ja, ich rutsche halt so ein bisschen kacke. Ich mag diese Steuerung. Also ja, was sage ich zur Steuerung? Es gibt halt nur, so gesehen, drei Tasten, so wirklich. Aber mit dem musst du halt, die musst du halt wirklich lernen. Das ist nicht so von heute auf, also gut, das ist von heute auf morgen schon klar, aber, weil es sind ja nur drei Tasten, aber ich glaube, wo ich hinaus will, ist einfach, dass ich die Steuerung nicht ganz so geil finde, weil man ein bisschen zu sehr rutscht. Und man sich darauf gewöhnen muss. Und wenn du dann von so einem Plattformer wie Super Mario Bros. Zurückkommst, ist es halt echt schon kompliziert. So, weißt du, was ich meine? Okay, da war ich zu voreilig. I'm sorry. Zack. Komm, das ist das einzig Schwere. Und das ist nur schwer, weil ich nicht check. Doch, ich check's natürlich, aber ich bin einfach zu dumm, das jetzt umzusetzen, weil Baum, was? Das habe ich noch getroffen? Ach, das ist doch lächerlich. Das ist so lächerlich, Leute. Also, kommt doch an. Boah, hätte ich jetzt den Checkpoint aktiviert, wäre ich sauber gewesen. Gott, ich vermute mal, wir sind schon bei 15 Minuten oder so. Ich weiß halt wirklich nicht, wie ich das zusammenschneiden werde. Aber ich denke mal, hier werde ich nicht schneiden.
Das sollte jetzt eigentlich jetzt langsam mal vorüber sein. So. Yes! Wir haben's! Und jetzt killen wir uns hier zwar, aber was wir machen können, ist den hier. Deshalb müssen wir, da dürfen wir keinen Checkpoint aktivieren. Weil, wenn wir einen anderen Checkpoint aktivieren, wird das hier nicht geladen. Und das finde ich echt cool gemacht. Gott, jetzt stelle ich mich hier an. Komm schon. Wir haben's! 18 von 20. So, und jetzt. Jetzt dürfen wir alle Checkpoints benutzen, so oft wie wir wollen. Zack, zack, zack. Komm, wir machen das Level nochmal ein bisschen normal, so wie man es machen soll. Leute, wir haben's. Endlich. Da kann man schon drauf stolz sein, finde ich. Es gibt, glaube ich, auch ein Achievement, wenn man alles hat. Ich meine, ist schon cool, sowas zu haben. Ich mache es lieber so, wie ich sonst immer mache. An dieser Stelle. So. Nein! Ach komm. Schon. Zack. Jetzt stelle ich mich wirklich hier an? Das kann nicht sein. Ich mach's zu früh. Ich will jetzt halt unbedingt durch, weil ich jetzt das Ende des Spiels sehen will. Gut, wir werden diese Folge wahrscheinlich leider nicht mehr das Ende des Spiels erreichen, aber trotzdem. Wahrscheinlich nächste Folge dann erst. Zack. Okay. From upside down. Ah, Viridian! Du bist schon, auch schon längst vom Schiff. Es ist schön, dich hier wiederzusehen, Professor. Geht's dem Schiff gut? Es ist sehr stark kaputt gemacht worden. Oder beschädigt worden. Aber Violet ist dabei, um es wieder zu reparieren. Wir könnten aber trotzdem deine Hilfe gebrauchen. Ah, natürlich! The background interference in this dimension prevented the ship from finding a teleporter when we crashed. Ich habe keine Ahnung, wie ich das übersetzen soll. Wir wurden alle irgendwie in ganz verschiedenen Orten teleportiert. Ja, irgendwie so. Dann lass uns das Schiff zu seiner vorherigen Pracht zurückbringen. Nach dir, Captain. Alles klar? Dir ist der Energize. Level complete! All crew members rescued! Er kommt zurück! Und wo ist Captain Viridian? Vielleicht ein Viridian Fortis. Viridian Fortis. Viridian Forest. Junge, ich kann nicht reden. Meine Güte, jetzt habe ich einen Job verkackt. Hallo? Ist irgendwer da? Temporary Fault? Kein Signal. Do not adjust the V-Hold. Regular Service will return shortly. Ist die Musik ein Remix? Origami Room. Was passiert hier?